Hallo Afobs, willkommen im Normenstein Studio. Ich bin der Misha. Und ich bin der Niklas. Und heute dürfen wir wieder mal ein 1:18 Modell von Modking. Ist es auch 1:18? Ja, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, steht da was drauf? Nee, ich glaube nicht. Zieh mal die Verpackung über. Maße? Also mich ist das 1:18. Also es passt auf jeden Fall so grob zu unserer 1:18 Reihe. Ja, diese amerikanischen Limousinen, die sind ja von Natur aus schon einiges größer als wenn du jetzt. Was sagst du? Aber was mit dem Ding kriegst du hier in Deutschland keine Parklücke? Ich will mit dem Auto nicht, mit dem Auto will ich nicht parken, mit dem will ich cruisen. Ja, ich weiß. Also weißt du, hier Arm raus. Also mein Cousin hat sich mal so einen Wagen gekauft. In den USA, hat ihn hierher schiffen lassen. Ernsthaft? Also nicht so einen, aber so einen amerikanischen, weißt du, so in dem Ding, Stil. Du hättest das Ding in der Garage sehen müssen. Ich habe keine Ahnung, wie es reingekriegt hat. Weil die Garage, normale Standardgarage, viel zu breit der Wagen dafür. Also der hat keine Tür aufgekriegt. Ich weiß nicht, ob der dann da rausgeklettert ist oder so. Es ist aber, weil in den USA ist ja alles größer. Also, ja, ob das ist jetzt straßenbreiter. Ob das jetzt die Cola-Becher sind, die Popcorn-Tüte oder die Burger. Ja. Auch die. Größeres Land, mehr Platz, breitere Straßen, breitere Autos. Genau. Also mit so einem willst du jetzt nicht hier durch Frankfurt düsen mit sowas. Nee, auch vielleicht auch schon. Es sieht schon cool aus, aber dann nur die großen Straßen. Ich wollte gerade sagen, aber nicht so runter. Nicht so, ja. Hoch. Ja. Runter. So, cooles Teil. Das ist übrigens nicht die erste. Das machen wir mal so. Den habe ich auch noch gerade aus dem Lager gefischt. Hier haben wir ja noch so einen Oldtimer. Mhm. Den habe ich mal gebaut. Das ist schon, da müsst ihr tief im Archiv graben, das Video rausholen. Habe ich ein Video gemacht mit diesem Modell. Und ich war richtig begeistert. Das ist so ein schicker Wagen. Das war das erste Modell, wo ich so diese goldenen Steine in größere Sitze hatte. Und qualitativ sehr hochwertige. Das ist dieses Chromgold. Ja. Oder ich weiß ja nicht, ob man das nochmal anders, weil hier ist auch so ein Metallic Silber drin. Das ist aber nicht dieses Flat Silver, sondern wirklich dieses Metallic Silber. Wenn du da in deinem Entwicklungskeller sitzt und. Keller vor allem. Und du willst mal was Interessantes sehen, zieh dich das Video mal rein, wo wir das Ding vorgestellt haben. Schöne goldene Teile. Ja. Wirklich schön. Glaube ich dir. Den Dirk kannst du auch fragen, weil der hat das letzte gekauft und hat es, glaube ich, seinem Opa-Onkel irgendwas schenken wollen. Und da kam auch, glaube ich, Begeisterung zurück. Den hier. Frag ihn mal. Mach ich. Kennst du Dirk? Hier? Ich glaube, den habe ich schon mal gesehen. Ja, genau. Hier, der. Ja, das Problem ist, ich gucke mal drüber. Weißt du? Ach so. Du kannst nicht einfach über den Dirk drüber hinweggucken. Das ist so der man hier gegenüber den Schreibtisch hat. Mit dem Hochstuhl. Ja, ich weiß, wen du meinst. Okay. Okay, kommen wir zum Modell. Ja. Wie du schon sagst, ein amerikanischer. Warum ich gucke dir dick das Video nicht? Ich hoffe, sonst kriege ich, sonst habe ich keine Ruhe mehr. Sehr schön gebaut, sehr schön gestaltet, interessante Bautechniken drin. Und jetzt muss ich nochmal nachgucken, dass ich seinen Namen auch richtig ausspreche. Das ist ein autorisiertes Design. Also das ist von einem Mocker quasi. Mhm. Und Modking hat sich mit dem zusammengetan. Und das ist der Firas Abu Jawa. Ja, von dem gibt es mehr. Oh, genau. Da gibt es. Ich habe jetzt. Steht auch hier unten drauf. Ja, der macht mehrere solche Sachen. Den Kollegen, du. Guck mal. Ist der auch von ihm? Der ist auch von ihm, siehst du? Ja. So. Das ist der, wo ich immer, bei Marco habe ich gerade, das ist der bei den Legers gespielt hat. Aber das war dann wieder der andere. Okay. Also der hat den, wie gesagt, Modking hat sich da mit dem zusammengetan und hat halt seinen Mock produziert. Und ist ziemlich geil geworden. Und wie du schon gerade sagtest, wegen dem Gold, hier sind es halt diese Silberelemente, die hier auch über auf die Platten, die da drin sind. Wie nennen diese Dishes? Das ist eine Dish, ja. Ja. Ich werde immer besser. Mhm. Halt noch umgedreht. Bautechniken sind teilweise, also es lässt sich problemlos bauen. Es ist richtig angenehm zu bauen und trotzdem sind völlig verrückte Bautechniken drin. Auch wie das hier so gebaut ist, dass das hier so runtergeht, alles so angeschrägt. Hier sitzt halt so ein ganz lang gezogener Curved Slope und dann werden die Teile da so draufgesetzt und so ein bisschen angewinkelt, damit das passt. Damit das wirklich designmäßig passt, weil diese typische Heckflosse hier, weißt du, ist cool. Diese breite Front ist sehr, sehr gut getroffen. Also wirklich richtig, richtig gut gemacht. Der Innenraum. Ja, genau, Türen kann man aufmachen, sehr schön.
Lenkrad macht das was oder ist nur angedeutet? Das ist nur angedeutet. Ach, also Höhenverstellbar. Man kann es höhenverstellbar machen und man kann es auch drehen, aber es hat also nein, der Wagen hat keine Lenkung. Nein, das seht ihr hier unten. Ja. Da ist er, was das angeht, recht simpel gebaut. Okay, aber diese typischen großen Ledersitzbänke, ja, weißt du? Ja, finde ich auch cool gemacht, dass die hier die ganzen Lücken das hat die quasi so mit eingebaut. Das ist ja dann dieses... Also das ist schon cool. Die sind abwaschbar, da ist Platz. Das ist, ist cool. Vor allem ist da Platz. Cool. Nee, schön gemacht. Es gibt auch noch für innen, fürs Armaturenbrett hier so einen kleinen Aufkleber. Genauso wie für die... Kennzeichen vorne und hinten. Habe ich jetzt nicht aufgeklebt, aber kann man machen, muss man nicht. Mhm. Ist auf jeden Fall dabei. Okay, sehr, sehr schön. Hm? Geht hier noch was auf? Ja, du kannst den Kofferraum auf jeden Fall aufmachen. Ach, hier unten. Okay. Ja. Oh, da ist auch Platz. Ja, da ist auch nochmal ordentlich Platz. Und vorne kann man natürlich noch die Motorhaube aufmachen. Ist da was drin? Da ist auch was drin. Oder wird das jetzt peinlich? Nein, da ist was drin und das sieht auch ganz schön aus. Und die Scheibenwischer hier mit Schwertern, oder was? Ja, das ist auch mit Schwertern gemacht. Das ist auch eine interessante Geschichte. Sie ist auch schön, schön gemacht. Und die bleibt auch auf. Das ist ohne, Und da ist auch viel. Die haben auch immer einen Unterschied. Also die haben nicht nur dieses Metallic-Silber, die haben auch Flat-Silber drin. Da ist auch hier und da sind nämlich auch ein paar Flat-Silber-Teile drin. Und das ist teilweise gar nicht so einfach zu erkennen in der Bauanleitung, aber, also von der Farbe her, weil die Farbe ein bisschen komisch ist, die man in der Bauanleitung sieht. Aber sie haben es gut markiert. Erstmal die Bauanleitung selber, simpel gestaltet und auch problemlos zu bauen. Also es ist immer schön markiert, was man gerade baut und der Rest ist halt jetzt nicht ausgegraut oder so, aber es ist problemlos zu erkennen. Es waren drei Bauabschnittstüten. Ich mag Motling bauen. Ja, das ist absolut angenehm. Und was sie halt wegen dem Silber immer gemacht haben, muss ich mal eben gucken. Haben sie Stanley gemacht oder haben sie... Ja, mehr oder weniger. Sie haben immer diesen grünen Hinweis drin. Da steht irgendwas von wegen Plating oder sowas. Aha. Und dann mit so komischen chinesischen Schriftzeichen noch dahinter, die ich nicht lesen kann. Das sind keine komischen chinesischen, das sind ganz normale chinesische. Ja, aber die kann ich nicht lesen. Deswegen ist das für mich komisch. Ja, dann bist du doch komisch. Ja, ich bin auch komisch. Nee, aber das ist halt immer, also alles, was wirklich dieses metallene Silber ist, ist damit markiert, weil ihr seht das ja auch, die Farbe, die hier in der Anleitung halt dargestellt wird, das ist halt... aber wie will man Metallic Silber da auch darstellen? Das ist halt. Niklas, sind denn die Felgen, weil du die gerade hast, ist das ein ganz normales Metallic Silber? Das sieht schon so ein Metallic Matt. Ich kann das nicht genau beschreiben. Ich müsste tatsächlich nachgucken, wie diese Farbe überhaupt heißt. Es ist schon so ein Metallic Silber. Es ist ja nicht dieses Flat Silber. Federung? Was man sonst hat. Federung nicht, aber er kann was. Er kann rollen. Sehr gut. Ja, das auch. Aber. Der Wagen ist, der liegt jetzt sehr tief auf der Straße. Es ist so ein Schiff und gleitet drüber. Ja, klar. Ja, aber das muss halt gar nicht. Was machst du jetzt? Du kannst bei dem Modell die Räder ziemlich weit rausziehen. Das ist ein bisschen mit Kraft verbunden. Das ist ein Lowrider. Kennst du Lowrider? Hm? Das ist diese. Ja, genau. Jump. Und das Ganze dann auch, zeig mal. Also das sind halt so Elemente, deswegen klackte das auch gerade so, die man halt einstellen kann. Und die sind auch ziemlich fest, die sind ziemlich steif. Was gut ist, weil sonst würde das Ding wahrscheinlich beim Gewicht einklappen. Ja, und die bouncen doch hier dann auch noch manchmal so. Ja, genau. Also das kann er auch. Abgefahren. Weiß nicht, ob ich es brauche, aber... Du kannst dann natürlich auch theoretisch die Räder noch ein Stück weiter reinsetzen, aber irgendwann natürlich bis es zu weit und dann drehen sie sich nicht mehr. Leute da draußen, Aufruf an euch! Community, in die Kommentare reinhauen! Idee von Mischa! Wir brauchen ein Technikset, was das kann. Bounce, was springt, oder? Oh, das wäre geil. Das wäre mega geil. Die Idee ist gut. Weißt du... Ja. Also hier so ein Lowrider, der auch wirklich ein bisschen, der muss jetzt nicht hier vom Tisch kippen, aber... aber der so ein bisschen... Oder? Oh, das wäre geil, ja. Gibt's nicht, oder? Gibt's so? Nee. Wüsste ich nicht. Also, Auftrag an die Entwicklung, Bluebricks. Ey, das wird ein Burner.
Müssen wir erstmal einen finden, der das bauen kann. Ich habe keine Ahnung, wie man das bauen muss. Ihr könnt meinen Namen rausschneiden. Ich will keine Rechte, aber macht sowas. Ja, die Idee ist gut, die übernehme ich. Du kannst. Das gebe ich weiter. Ja, nee, jetzt mal ernsthaft. Ja, so ist eine geile Idee. Nein, das gibt es nicht. Und sowas. Ich meine, ich weiß nicht, ob du jetzt mit so einem Technik, also ich bin kein Designer, ich nicht, vielleicht wäre der Pascal oder so, aber sowas muss doch möglich sein. Das geht bestimmt irgendwie. Es gibt ja Hydraulikelemente. Jetzt muss man das wieder sauber einstellen hier. Ja. Du machst das mal wieder erstmal ordentlich und ich komme mal kurz zu den Fakten. Ja, ja. Also das ist der schwarze amerikanische Oldtimer von Mold King. Hat die Setnummer 10012. Hat 1245 Teile, kostet 59,95, ist 35 cm lang, 13,5 cm breit und 8,5 cm hoch und ist entspannt zu bauen. Ich will einen hüpfenden Lowrider. Ich gebe es weiter. Ihr wollt das bestimmt auch, oder? Natürlich. Also ich will das. Das wäre cool. Das wäre doch mal eine Technikfunktion, die man auch öfters mal benutzen würde, weil der steht dann zu Hause im Regal. So, wenn das jetzt ein ferngesteuerter ist, der fährt. Ja. Der steht da und der fährt nicht. Den macht man nicht. Ja, der fährt sonst aus dem Regal. So, aber hast du einen Lowrider und der hat die Funktion und kann dir so, dann gehst du mal vorbei und machst mal hier die Fernbedienung, machst so tschum, 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 und ein bisschen zum, 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 und dann machst du wieder aus und hast Spaß gehabt. Die Idee ist super. Sagst du das nur so? Nein, die Idee finde ich, ich habe keine Ahnung, ob man sowas bauen kann, weil ich kein Technikdesigner bin, aber die Idee ist geil. Tja, Aufgabe hast du jetzt. Warum? Bevor wir zu Ende kommen, wollte ich den noch mal kurz mit in die Mitte ziehen. Wer es dann doch ein bisschen moderner braucht. Mhm. Das war auch ein sehr. Haben wir das Video gedreht? Wir haben das Video gedreht. Das ist auch ein sehr cooles Teil. Ja. Der konnte auch was, gell? Der konnte doch. Ach, der. Ja, genau, der genau. War aber auch mit aufstellen. Man konnte den ja, genau, man konnte den hinten hoch und runter drehen. Wie drehen? Ich hab mein Gedächtnis. Das war doch hier unten, Alter, irgendwo. Mann. Warte, hier irgendwo war doch so ein. Hier unten. Da. Nee. Irgendwo konnte. Da. Ah ja, den konntest du hoch und runter drehen. Genau. Das war's. Ich wollte schon sagen, da war doch unten irgendwas am Heck. Auch von Mold King. Auch von Mold King, ja. Also. Die machen schon schöne Sachen. Ja. Also wer es moderner hat und kann den auch hier, den kann er so ein bisschen wie so ein Funny Car, hinten hoch, vorne runter und keine Ahnung was. Auch das Teil haben wir hier. Ja. Geil. Der ist im Moment wieder sehr aktuell, finde ich. Fällt mir gerade so ein. Jo. So. Warum auch immer. Niklas? Ja. Wir müssen jetzt aufhören mit Video drehen, weil du musst dringend mit den neuesten Errungenschaften in deinen Keller. Ich war vor allem in meinen Keller. Wir sitzen nicht im Keller. Wann warst du das letzte Mal bei uns im Büro? Und glänzt mit neuen Ideen. Weißt du? Die ich dann natürlich sofort als meine eigenen ausgebe. Habe ich ja gesagt. Ist alles bei dir. Das bleibt, was hier drin, was im Noppenstein-Studio passiert, bleibt im Noppenstein-Studio. Ja, okay. Gut. Alles klar. Noppensteine kann man nie genug haben. Beim nächsten Mal gibt's mehr. Und viel Spaß beim Bauen. Macht's gut. Ciao. Ja, die Idee ist wirklich geil. Das Problem ist nur, den hier als Lowrider. Ja. Das ist sehr gefährlich. Der hat keine Gurte. Das ist richtig. Und ist oben offen. Ja. Also, das ist hier mehr so ein. Da musst du dich halt festhalten. Ha. Boah, ich freue mich schon. Wie lange braucht ihr bis zum Entwickeln, bis das so steht? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob wir das bauen können, aber die Idee ist geil. Ich dachte, ich habe was drauf. Ja, ist geil. Sollen wir bei der Antwort warten, bis das Video aus ist? Ah, ist okay.